Hallo, ich grüße euch. Martin hier. Nochmal ein kurzes Video zu der IB, zu der Einlagensicherungsthematik, die ja hier die Runde macht, zu Recht, in bestimmten Aspekten. Und es ist in der Tat, wie ihr merkt, selbst für, naja, gestandene Trader, sogar auch Mitarbeiter, von Brokerfirmen oder auch andere sachkundige Stellen, nicht ganz leicht hier durchzusteigen. Und ich versuche jetzt auch immer mehr dahinter zu kommen, zum Beispiel an die Wurzel, und gucke das oder möchte einfach meine Gedanken kurz teilen. Ich würde jeden empfehlen, weil ich bekomme auch E-Mails bezüglich der Thematik. Und Nils Gajowi hat hier einen wunderbaren, tollen Blogpost hier gemacht, wo er das in aller Ausführlichkeit mit Quellen, ja, das ist ja immer sehr wichtig heutzutage, mit Quellen hier angegeben hat. Also ich werde das auch jetzt nicht nochmal separat jetzt hier erklären. Das, was ich jetzt momentan diskutieren möchte, ist dieser Street Name, ja, das ist ja hier das Schlagwort. Es ist auf jeden Fall so, ne, dass IB es nicht zulässt, dass die Aktien hier auf deinen Namen geschrieben, also dass es laufen können. Das geht bei IB nicht, sondern IB, und das machen auch viele Broker so, sind sozusagen der Verwalter. Es steht Interactive Brokers LLC, das ist die amerikanische, also das ist die Muttergesellschaft, und es ist völlig unabhängig in der Form, welchem Land wir hier ein Konto aufmachen. Das Insolvenzverfahren wird in Amerika stattfinden, wenn es soweit kommt oder käme. Ja. So dass, und da kommen wir gleich im zweiten Punkt darauf, ne, was da passiert. Also erstmal ist wichtig zu verstehen, dass es, wie gesagt, deine Aktien sind, wenn sie bezahlt sind, wenn sie dann natürlich auf Margin oder auf Pump gekauft worden sind, ist das sicherlich dann so, dass es dann. Ja, das ist, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so genau sicher, wie das dann aufgeteilt wird, ob es dein komplettes Eigentum ist, ob das dann Broker sein Problem ist, wenn er dir das geliehen hat, ne, muss man ja so sagen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird aber der Insolvenzverwalter eben noch diesen Betrag dann eben anfordern, ja, oder wahrscheinlich die Aktien dann verkaufen und dann anfordern. Wir schauen uns gleich mal an, was denn so passieren könnte bei einer Insolvenz in Amerika. Ja, also wir gehen mal an die Quelle. Aber eins ist klar, die Bank oder der Broker hat eigentlich mit den Aktien, die dir gehören, ja, also der hat eigentlich mit denen nichts zu tun, also er verwahrt sie eigentlich nur. Und das hat Nils hier auch sehr schön nochmal dargestellt, sodass der Streetname hier eben ja einfach ein Streetname ist. Ja, so jetzt kommt's. Jetzt habe ich hier eine Seite gefunden. Cooley, ja, der Robert Eisenbach hier hat einen. Ich werde den Link auch unter dieses Video hier posten. Das SEPC and SEPR Liquidations. Ja, so, das heißt, es kommt drauf an, ja, wie hier welches Verfahren hier stattfindet bei der Liquidation. Und hier steht zum Beispiel: When the brokerage firm is closed due to bankruptcy or other financial difficulties and customer assets are missing, SIPC steps in as quickly as possible and within certain limits works to return customers cash, stock and other securities. Without SIPC, investors are at financially troubled brokerage firms might lose their securities or money forever. Or wait for years while their assets are tied up in court. Was damit gemeint ist, dass es hier in Amerika verschiedene Gesetzeslagen gibt, so dass, das wird jetzt hier weiter lese, das muss ich mal schauen. Hier die SIPC. And its activities are governed by the Securities Investor Protection Act, known as SIPA, which was enacted 1970.
Mal gucken. Das heißt, wenn eine Brokerage Firm, ein Broker insolvent wäre, dann darf die SIPC, also nein, der SIPC, genau, hat die Autorität sozusagen hier einzugreifen, ne? Und dann wird eben ein, ich lese es einfach mal vor, weil ich kann es nicht so schnell jetzt transferieren ins Deutsche und gleichzeitig diskutieren. Ich bin jetzt momentan auf dem Sprung, ich wollte es aber schnell mal loswerden. Der SIPC either acts as a trustee, ne? Or works with an independent quant appointment trustee. Also entweder sind die, also wickeln die das ab, oder sie wickeln das mit einem vom Gericht bestellten Verwalter ab. In a missing asset case to recover funds. Also die Aufgabe hier der SIPC ist praktisch, die verlorenen, ja, Gelder hier zu finden. The statute that created SIPC provides that customers or a failed brokerage firm receive all non-negotiable securities that are already registered in their names or in the process of being registered. Das heißt, es ist klar, wenn es deine Aktien so auf deinen Namen registriert sind, ist das Ganze natürlich einfach. Ja? Jetzt kommt's. All other so-called street name securities are distributed on a pro-rata basis. At the same time, funds from the SIPC reserve are available to satisfy the remaining claims of each customer up to a maximum of 500.000. Das wissen wir, 100.000 Cash. Recovered funds are used to pay investors who claims exceeds SIPC's protection limit, bla bla bla. Bin auch nicht genau schlau, worauf sich jetzt diese 500.000 beziehen. Ich vermute, dass das eher so ein beschleunigter Prozess ist, dass man einfach sagt, okay, man zahlt die Kunden aus und dann die SIPC holt sich das dann sozusagen sowieso wieder zurück. Ist einfach wahrscheinlich nur ein zeitlicher Faktor. So dass auch wenn man jetzt hier nicht diese SIPC Versicherung hat in der Form, dass man aber trotzdem, also es praktisch trotzdem versucht wird, ja, das Eigentum zu transferieren. Das steht hier also auch ganz klar später nochmal drin. Protection, including no claims and held cash, also cash. This applies to both business individuals and brokerage firms also have liquidation different. So, jetzt kommt's. How is die SIPA Liquidation unterschiedlich zu der Chapter 7 Bankruptcy? Ne? Wir haben Chapter 7 in Amerika und wir haben die SIPA Liquidation. So, das ist jetzt der wesentliche Unterschied. Wenn eine nur Chapter 7 Bankruptcy, ja, stattfinden würde, ja, dann muss der entsprechende Verwalter alle Aktien, die in den Street Names sind, erstmal verkaufen. Ja. All of the securities held in Street Names, ne, by the failed brokerage. So, wenn dieses Chapter 7 Bankruptcy Procedure stattfinden würde bei Interactive Brokers, hätten wir eine Weltwirtschaftskrise. Warum? Weil dann eigentlich, ja, der Verwalter alle Aktien, das müsst ihr euch mal vorstellen, wie viel das sein werden, verkaufen müsste. So, und das ist natürlich Quatsch. Ja? Denn wenn er jetzt alle verkaufen müsste, das wären ja Aktien im Wert von vielen Billionen Dollar. Da müsste man sich natürlich fragen, wer kauft die denn? Ja, erstmal. Also erstmal wird sie wahrscheinlich keiner kaufen, weil es ist so ein großer, würde so ein großer Verkaufsdruck sein, dass wir wirklich dann Probleme hätten hier. Da wird eine selbsterfüllende Prophezeiung, da wird es wirklich zum großen Crash kommen. Ich vermute mal, dass das keiner will, sodass ich mit fast 99%iger Sicherheit davon ausgebe, dass ich hier, falls Interactive Brokers Insolvenzantrag stellen würde, nicht Chapter 7 Bankruptcy Law hier stattfinden wird, sondern einfach das SIPA, ja, ne, Section 7 of Bankruptcy Code, Part 7, Special Stockbroker Liquidation Proofs Provision spell out. As soon as practical after the date of the order of relief, the trustee shall reduce to money
consistent with good market price. All securities held as property of the estate except for customers' name securities delivered or reclaimed under Section 751 of this title. Das ist das wahrscheinlich, was der Mitarbeiter von IB gemeint hat, dass in der Tat, wenn dieses Chapter 7 hier stattfindet, dass dann die Street Names, ja, also, pass mal auf, das Problem wahrscheinlich bei der Kiste ist, also das Verständnis zwischen Eigentum und Insolvenzfall. Ja, also, wenn wir jetzt hier das als dein Eigentum sehen, was jetzt eben, also was vor der Insolvenz, ja, vorherrscht. Ne, der Street Name ist nur der Verwahrer, ne, aber Eigentümer bist du. Okay? Jetzt haben wir aber ein Gesetz in Amerika, ne, was erlauben würde, ja, das ist das wahrscheinlich, ne, was jetzt der IP-Mitarbeiter meint, dass er nämlich, aber nur wenn die Firma insolvent ist, erstmal alle Aktien verkaufen würde und dann entsprechend prozentual an den Eigentümer, also das Geld, zurückzahlt. Das ist natürlich Quatsch, weil wenn er alles verkauft, wird natürlich der Aktienkurs runtergehen und jeder wird natürlich eine schlechte Quote kriegen, je nachdem. Das ist ein sehr komplizierter Prozess, vermute ich. So, dass das der Worst Case wäre. Ja, so. Das wäre wirklich der Worst Case. Man würde aber da würde das Eigentum tatsächlich verloren gehen. Ja? Jetzt ist es aber so, subject to certain exceptions in Chapter 7, customers receive a pro rata share of the proceed from the sale of the securities, nicht die securities themselves. Das ist ein Problem. The only securities that are not sold are customer name securities. Ja? So, jetzt kommt's. Aber in SIPA liquidations ist das Ziel des Verwalters genau das Gegenteil. Ja, anstatt, dass er alle Aktien verkauft, ist der SIPA-Trustee, ja, arbeitet daran eben, den Kunden, ne, ihre Aktien, ne, in ihren Konten, offen through a transfer account to financially held brokers, also praktisch herauszufinden oder praktisch durch die Dokumentation wird einfach dann dein Aktienbestand einfach transferiert. Das ist bei der SIPA-Abwicklung, ne, wird das der Fall sein. When that isn't possible, the SIPA trustee that is authority of purchase securities to replace any missing tapping into the blah, blah, fund when necessary, blah, blah. If securities are missing of the said trustee is otherwise unable to return a customer's street name securities, then the brokerage firm's remaining customer assets are divided up and funds distributed on a pro rata basis. Das heißt nur in dem Fall, dass er jetzt nicht finden kann, dass dir die Aktien gehören, ja, kann er dann vom Estate sozusagen, also vom, ja, das ist ein komplizierter Prozess, er kann dann noch das von der Brokerage-Firma dann abziehen, theoretisch. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit halte ich es bei IB für sehr unwahrscheinlich, weil die sehr streng das sowieso trennen und auch sehr nachvollziehbar und transparent machen. Das bezieht sich meistens auf Brokerfirmen, die halt eben etwas schlampig arbeiten. Das wäre bei IB, es wäre nicht der Fall. Ja? Das heißt, wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach eine SIPA Liquidation kriegen, was dahingehend positiv ist, dass nämlich dann die Street Name Aktien, ne, transferiert werden. Das hätte vielleicht der Mitarbeiter von IB sagen sollen, ne, bei diesem Interview. Dann denke ich, wäre die Diskussion, sagen wir, vielleicht nicht ganz so extrem gewesen, denn beide haben recht in der Form, also er hat recht, ja, dass die Aktien in der Form dann liquidiert würden, aber nicht weil es IB gehört, die Aktien, sondern weil es eben das Chapter 7, das Bankruptcy-Gesetz in Amerika, das es sich daher leitet. Ja, nicht, es leitet sich nicht aus dem Eigentum her von IB. Ja, da muss man aufpassen. Denn wenn das wenn der SIPA-Liquidation-Prozess kommt, ja, oder käme, dann wird versucht, eben den Eigentümer zu finden. Ja, man findet dann einen Eigentümer, weil es gibt ja viele Aktienbestände dann, ne, unter IB, und man sucht dann oder man
Dann passt dann den Eigentümer an und transferiert die Aktien zu einer anderen Brokerage-Firm. Und das fehlt der Community scheinbar, dieses Wissen. Und das ist jetzt hier von einem Bankruptcy-Spezialisten, den ich auch nochmal anschreiben werde. Ich habe zwar schon einen Brief geschrieben, aber ich werde nochmal einen anderen Brief schreiben, damit wir hier von einem Fachmann, ja, der eben schon wahrscheinlich damit zu tun hat oder sehr viel Ahnung hat, wie denn eine Brokerage-Firm in Amerika sozusagen, ja, wie der Prozess einer Liquidation ist. Also besser, konkretere Informationen können wir nicht bekommen in der Form. Lest euch nochmal durch, ne? Also auf jeden Fall, ja, ist das, denke ich, also schon, ist das klar, ne? Ich denke mal aber auch, das wird sicherlich auch etwas dauern, denn wir haben hier zum Beispiel die Lehman Brothers Webseite, ja, wo wir sehen können, Customer Distributions. All former Securities Customers have been satisfied at 100%. Ja. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob die Securities Customer alle auf ihren eigenen Namen die Aktien hatten. Das vermute ich eher auch nicht, weil das eher untypisch wäre. So, ich vermute, dass darunter auch sehr viele Streetname-Aktien waren. Ja. Und wenn hier steht 100% of the net liquid, dann könnt ihr euch ein bisschen beruhigen. Wenn man sagt, naja, wenn bei Lehman schon, ja, die 100% erreicht worden sind, kann auch ein, zwei Jahre dauern im schlimmsten Fall, aber es ist recovered, ne, in der Form, dann wird das bei IB aller Wahrscheinlichkeit nach, ja, ich vermute, dass IB dahingehend sogar leicht transparenter ist als Lehman Brothers es war, dass es da auch zu dieser Recovery oder hier Satisfaction kommen wird. Ja, so, das heißt, ihr könnt euch auch das mal hier durchlesen. Sehr spannend und interessant auch zu sehen, wie sowas hier abgewickelt wird. Und da sind wir an der Quelle. Da gibt es sicherlich vielleicht auch noch irgendwo hier und da Informationen. Ich habe jetzt nicht alles durchgelesen. Aber schaut es euch an und ich hoffe, dass wir hier einige Dinge geklärt haben in der Form. Ich versuche, wenn ich ein Statement vom Insolvenzanwalt hier bekomme aus Amerika, das sind ja allgemeine Fragen. Wie das hier schon, weil wie gesagt, uns interessiert nur Amerika, weil das bei IB unsere Mutter ist, ne? Und es wird nicht nach europäischem Recht hier abgewickelt, sondern wie gesagt, da die Aktien hier, ne, wie Nils hier schön gesagt hat, der unter Interactive Broker LLC, ne, hier als Verwahrer. Ist es nicht Ungarn, es ist nicht Luxemburg, es ist nicht IKEA UK, es ist die Mutter in Amerika und da ist halt eben der Insolvenzverwalter derjenige, der aufgrund der Dokumentationen, ne, auch in verschiedenen Ländern, deswegen ist es ja schwierig, so eine Liquidation durchzuführen. Wenn es nur amerikanische Kunden wären, wäre es ja nicht so schlimm. Ist ja halbwegs überschaubar, wenn du jetzt nach Australien, Kanada, Hongkong, Europa viele Kunden hast, unter die halt viele Aktien besitzen. Ihr müsst euch das auch so vorstellen, das ist ja kein kleiner Broker. Und ich denke mal, dass große Bestände, Aktienbestände hier verwaltet werden, so dass, wenn es zu dieser Chapter 7 Liquidation käme und es würde ein Insolvenzverwalter alles verkaufen müssen, wäre das ja kontraproduktiv für alle. Und es ist ja immer im besten Interesse, das sind ja kluge Leute in Amerika, im Gegensatz zu Europa sind es ja kluge Leute sozusagen, die nicht einen Market Meltdown haben wollen in der Form. So, das heißt, werden sagen, nee, es bringt ja nichts, wenn man jetzt alle Milliarden Wert hat, also Aktien im Wert von vielen Milliarden, hunderte Milliarden wahrscheinlich werden das sein, jetzt verkaufen auf dem Markt. Das ist ja der größte Schwachsinn. Ja, und es ist doch viel besser natürlich, einfach die Aktien zu transferieren, um die Marktstabilität zu gewährleisten. Ja, da hat ja keiner was davon. Und wäre, jetzt kommt die Gegenargumentation ganz kurz, was viele, wo hoffe ich, dass viele, dass es dann Klick macht. Wenn IB pleite ginge und aber die Aktien würden zu IB gehören vor der Liquidation, genau, hört zuhören, was ich sage. Vor einem Insolvenzantrag.
dann würde wahrscheinlich IB gar nicht pleite sein, denn die müssten wahrscheinlich Hunderte von Milliarden verprasseln. Aber wohin denn? Ja? Das sind ja auch Audits, das sind verschiedene Wirtschaftsprüfer, das ist die Bankenaufsicht in Amerika, die sind sehr streng. Das heißt, wenn da jetzt 200, 300 Milliarden fehlen, würde das im Gegensatz hier zu Europa, bei der BaFin vielleicht, wird es nicht merken, aber die Amis würden schon merken, wenn da ein paar hundert Milliarden weg sind, aber die können ja nicht weg sein. Das muss ja dann irgendwo sein, versteht ihr? So. Das heißt, es ist gar nicht möglich, dass die Aktien zu IB gehören, weil die Bilanzsumme ja so gigantisch wäre, da würde ich auch sofort IB-Aktien kaufen. Ja, weil da müsste ja nicht falsch bewertet worden sein. Da müsste man ja den Wirtschaftsprüfer in Amerika sagen, hey, ihr müsst ja nochmal alles hier neu machen, ihr müsst ja ein paar 500 Milliarden mehr dazu machen, das ist ja Eigengeld, das ist es eben nicht. Es ist nochmal nur beim Insolvenzfall, aber das hat man ja geändert durch das SIPE-Verfahren, so wie ich das jetzt herausgefischt habe. Hechel, Hechel, ich hoffe, ich habe euch nicht verwirrt, sondern entwirrt. Viel Spaß.